Ich schmelze, ich schmelze. Ich schwitze wie ein Schwein, aber Gedichtel ist da und ich freue mich. Und ohne weitere Vorrede wollen wir doch direkt zum Mal beginnen. Das ist schön. Ja. Okay, wir machen auf und lassen mich schwitzen. Und ja. Ich weiß noch nicht. Wir schauen mal. Auf jeden Fall fangen wir an mit. Ach komm, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Ja! 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 Ich weiß gar nicht, was mein Nachbar dazu sagen soll. Okay, jetzt kommt, der Doppelbopper. Okay, so, das waren alle. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist wirklich auch eine. Es ist eine Lootbox von Juli, ne? Weil ich habe gerade mal da reingeguckt in die Lootbox von Juli und. Also jetzt gerade, jetzt hier. Und von oben sieht das eher so aus, als wäre das auch wieder eine mega Special Box. Ich sehe ganz viel Zeug, was mir gefällt. Oh! Und mir ist so warm, ich muss sogar mit dem Heftchen rumfühlen. Egal, womit fangen wir denn an? Wir ziehen einfach mal blind raus. Und es ist. Okay. Es sind. Haftnotizen von Dr. Who. Ich muss mal wieder so gucken, ob das so geht. Hier so. Also, ich weiß gar nicht. Ein bisschen doof mit dem Licht wieder, ne? So. Ich sollte das echt mal ein bisschen dunkler einstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Weil. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade mal versucht, die Kamera ein bisschen heller, dunkler einzustellen. Aber es scheint nicht funktioniert zu haben, denn es ist immer noch so hell. Ich versuche es trotzdem mal. Es könnte was besser geworden sein. Also, leider ist es mit dem Scharfstellen der Kamera nicht so. Das Wahre, aber ihr habt es jetzt gerade gesehen, es war ein Cyberman und das hier ist, glaube ich, ist ein Dalek. Wer die Serie kennt? Insgesamt sind es 150 klebbare Notizzettelchen. Ich werde sie aber nicht brauchen, weil wenn ich sie irgendwo draufklebe, laufe ich dran vorbei. Meine Wohnung ist halt klein und kacke. Ihr wisst es ja, ich habe es schon erzählt, ich wohne in einer Bruchbude und kriege ja leider in keinem Küchen nichts Neues, weil ich kein Student bin. Die werden ja bevorzugt. Aua, naja, ich kann leider die Dinger nicht benutzen, weil ich hier leider, wenn ich irgendwas aufhänge, das sofort wieder runterfällt. Dann, was haben wir da noch da drin? Da habe ich lange darauf gewartet, dass sowas wieder drin ist. Eins von diesen Magazinen, die haben öfter mal ein Magazin da reingepackt. Und zwar ist das das Magazin Das Wissenschaft. Wissen 2018. Dichtung oder Wahrheit? Wissen 2018 entlarvt die bekanntesten Mythen und Verschwörungstheorien. Ich habe den Ventilator angelassen. Entschuldigung. Also nochmal. Die Mondlandung war gefälscht. Videospiele machen gewalttätig. Ein Handy kann ein Flugzeug zum Absturz bringen. Den Klimawandel gibt es nicht. Das und noch viel mehr auf Fake-Fakten auf der Spur in der neuen Wissen 2018. Yeah. Oh. Ja, okay. Entschuldigung. Was haben wir denn noch? Das ist eine DVD. Das ist eine DVD. Aber anscheinend leider nur eine Folge. Schade. Ja, 76 Minuten. 76 Minuten? Okay, es ist also eine DVD von Doctor Who. Yeah, yeah. Okay, egal. Die Folge heißt Deep Breath und es scheint leider alles auf Englisch zu sein. Drauf sind Behind the Scenes, Deep Breath, so heißt die Folge, das Intro und Doctor Who Live, The Next Doctor. Okay, Doctor. Ja. Das ist, glaube ich, nur eine Folge, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen DVDs, wo nur eine Folge drauf ist. Finde ich eine geile Sache. Ich frage mich immer, warum es wirklich Serien gibt, wo Leute, also die Firmen selber, DVDs rausbringen, wo nur eine Folge drauf ist. Wer kauft sowas? Ich meine, mal ehrlich, bringen die dann wirklich von jeder Folge, die von einer Serie rausgebracht ist, eine DVD raus, was dann bei einer Serie von 200 Folgen 200 DVDs werden, die dann wiederum 5 Euro kosten? Die genauso doof wie D'Agostini, die damals die Dragon Ball Z-Serie oder andere Sachen rausbringen, wo die denken, ja, wir bezahlen 13 Euro für eine Ausgabe und hinterher kriegst du das komplette Ding eigentlich günstig gekauft für 40 Euro. Hast aber bis dahin schon 300 oder 400 Euro bezahlt dafür? Ich weiß nicht.
Merkwürdig. Naja, ich würde lieber die ganze Serie als ganz kaufen. Ich glaube, da bist du günstiger. Ich glaube, eine Staffel kostet, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Euro in den Dreh. Aber hast alle Folgen. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Dann machen wir unser Drogentütchen mal wieder auf. Die ist obligatorisch, was bei der Get Digital ja immer drin ist. Mein Drogentütchen. Dabei sind zwei Bonbons. White Rabbit. Das ist irgendwie chinesisch, asiatisch, japanisch. Also alles dasselbe. Hier so Schriftzeichen. Hier ist dann so ein Kaninchen drauf. Sieht man natürlich nicht, weil die Kamera nicht scharf stellt. Ob der die scharf stellt, wenn ich so mache, ich weiß nicht. Könnte mal versuchen. Ich glaube nicht, so gut ist die, glaube ich nicht. Diese Kamera. Und ja, ich bin am. Oh, guck mal hier, Alter, das gesehen. Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Ey. Ich hasse das! Ich würde am liebsten nackt vor der Kamera sitzen, aber. Das will ich euch ja nicht antun. Es geht ja gar nicht. Dann The Emperor Project. Ne, Quatsch, wir lesen. The Emperor Protects auf dem Get Digital wieder einen Button. Ich muss es mal versuchen. Ich kann es ja noch mal versuchen. Aber man sieht es wahrscheinlich nicht. Ah, ist schade. Das ist echt schade. So vielleicht. So, hier sieht man gar nichts. Naja, gut. Scharfstellen ist jetzt nicht so geil. Wie gesagt, ne? Was haben wir noch? Nerdpflaster. 10 Pflaster, und zwar von, was haben wir denn da, Heroes Never Die, Episki, Painkillers, Atlas, da steht immer drauf, was hier Atlas-Pflanze, verstehst du, Herr der Ringe, die Atlas-Pflanze, Königskraut, Swallow, Healing Fairy, Renew, das ist geil, Pure Runes, und Calling Salve, okay, ja, das ist egal, so, das sieht man vielleicht ein bisschen, na. Ah, Kamera! Naja, schade. Guckt euch selber mal an, geht mal auf die Seite von Get Digital, da seht ihr das bestimmt. Boah, in der Box ist wieder nichts drin, was mir nicht gefallen würde. Ich pack das schon mal eben zur Seite. Weil wir haben nicht mehr so viel. Sind noch 3 Sachen, dann sind wir schon fertig. Und zwar hier von Guardians of the Galaxy, Volume 2, Hero Plushies. Collectible Plush ist jetzt nicht der schönste, den ich hier gesehen habe. Und ich habe auch schon einen in Plüsch. Egal, jetzt habe ich zwei, es sind zwei verschiedene. Und zwar. Und später in Pubertät. Ich bin Groot. Egal. Cool. Groot! Okay, egal. Dann. Boah, was ist das denn? Alter! Ah nein! Ach Kacke! Ich habe mir echt gedacht, es wäre War Machine von weitem. Dann dachte ich, okay, es ist irgendwas von Iron Man, aber nein, als ich die Tüte rausgeholt habe, habe ich jetzt gesehen, das ist tatsächlich von DC. Und zwar ist das Deathstroke von Arkham Origins PX Bust Bank. Das ist eine kleine Büste, denkt man sich zuerst. So. So halb, ne, so. Hier mit dem Hebel, mit dem Schwert, mit dem und natürlich auch die Faust von Thanos. Nein, Spaß. Natürlich nicht, ist ja nicht von Marvel. Aber hinten so schön auch die Halterung, wo dann das Schwert irgendwo so reinkommt. Alles ist natürlich sehr schön verarbeitet, muss man sagen. Ja, ganz klar. Aber jetzt gleich wird es tricky, weil es ist nämlich gar keine Figur, es ist gar keine normale Büste. Nein, es ist nämlich eine Schapardose. Hier ist Schlitz. Die Schapardose. Ich glaube, unten macht man die dann auf. Das ist so mit so einem Gummi oder so ein Plastikding. Das heißt, jeder kann da im Prinzip dran gehen. Egal. Ja, will ich nicht behalten, weil es ist DC. Ich hasse DC. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Unser letztes Item ist ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und zwar, es ist natürlich klar, jetzt zum 25-jährigen Jubiläum von Jurassic Park und natürlich auch zum Spiel Jurassic World Evolution. Ne? Ist jetzt natürlich viel auf dem Hype. Ich habe letztes Mal schon so ein Mesh-Up-T-Shirt gezeigt von Jurassic Park. Was ist denn das? Nee, das war ein anderes. Und zwar, das ist wieder so ein Mesh-Up-Shirt, wie man es halt von Get Digital kennt. Anatomy Park. Ja,
Ist jetzt leider nichts für mich. Ja. Ich muss ja mal das Heft gucken, was da drin steht. Boah, Leute. Das ist so hellwarm. Alter, ist das warm. Ich habe tatsächlich noch keine 10 Minuten. Ich habe 10 Minuten nur gebraucht jetzt für die Box. Wow, ich bin echt. Auf Hochtouren heute. Shirt and Bug. Ah, okay. Es ist ein Mashup, dann hätte es mir sowieso nicht gefallen. Also ich mag, wie gesagt, nichts gegen Jurassic Park. Oh, war ehrlich. Aber ich habe das nicht, ich bin als Kind Dinosaurier-Fan gewesen, aber Jurassic Park und World habe ich nie gesehen, auch wenn ich gerne Jurassic World Evolution zocken würde, aber ich habe es nie gesehen, das war nicht so meins. Und leider ist, aber, ist das auch ein Mashup von Rick and Morty, das heißt Mashup zwischen Rick and Morty und dem. Also Rick and Morty Fans kennen den Anatomy Park gut und trauern seiner Schließung heute noch nach, besonders die Flug der Bauchspeiseldrüsenwaren soll erstklassig gewesen sein. Okay. T-Shirt kostet 17 Euro. Dann der Faul ist von Funko. Der Hut ist von Funko. Und mit der Beschreibung ist auch geil. Man hat ja in dem Loot immer solche so kleinen Text dabei, ne, hier von den Items. Und bei Groot steht einfach nur bei Funko Groot Plüschtier. Und dann, ich bin Groot. Ja, wieder weil ich mit dem großartigen 12. Doktor kannst du die erste Folge. Ah, okay. Das ist die erste Folge der 34. Staffel. Für 5 Euro, der Gut kostet auch 16 Euro. Die Fantasy Flaster waren für 6 Euro. Und dann das Heft ist natürlich wahrscheinlich gratis gewesen. Die Aufkleber, die Post-its waren 3 Euro. Der Button 1,45 und dann was? Was? Das noch, da muss doch was drin sein. Okay. Ja, es ist, okay. Es ist so eine Mischung aus, ach, sag schnell. So ein Mash-up drin wieder. Von Iron Maiden mäßig, vom Stil her. Aber zu, ich komme jetzt nicht drauf. Wie heißt das PC-Spiel? Ihr werdet es kennen. Es ist tatsächlich, hier Space Marine. Ah, jetzt komme ich nicht drauf! Es ist aber tatsächlich nur eine Vinylhülle, ist also nichts drin. Es ist nur eine, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Hier. So sieht das Ganze aus. So, ne? Hier so. Auf der Rückseite dann, Ultra Maiden, the Space Marine. You took my planet. Egal, das ist ein langer Text. Ein sehr langer Text. Scheiße! Jetzt komme ich nicht drauf, Mensch! Hieß das Spiel jetzt noch? Ich komme nicht drauf. Habe ich gar nicht gesehen, dass unten drin war. Kostet auch 4 Euro. Artwork, Vinylhülle. Was ist Ultra Maiden? Nichts ist härter, schneller oder lauter als der Kampf gegen das Chaos. Nutze es als Vinylcover. Ich will aus dem Bild raus. Oder als cooles Atmen für die Wand in Folge steht es den Worten des unsterblichen Gottimperators. Ich komme nicht auf das Spiel. Ich komme nicht drauf. Mann! Ja, wie gesagt, dann hier nochmal das Bonbon-Spiel mit allen Zutaten, deren Zutatenliste dabei. Ich komme jetzt ins Spiel, aber ich weiß noch nicht. Also, ich gehe auf Artwork, okay. Aber wir hätten eigentlich auch ein Poster machen können oder so, ne? Warum eine Vinylhülle? Ich weiß nicht. Weil ich halt schalte. Ich habe gesehen gerade, die Spardose kostet 18 Euro. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Es gab die auch von den Turtles, okay, das ist nicht meins, nämlich dieses Print ist, der Quatsch, diese. Ach, wie sagt man? Diese Art und Weise, wie es gemacht ist, ist halt diese neumodischen Turtles, diese ADHS-Turtles, oder ADS-Turtles. Dann gab es noch hier den Predator und dann gab es von Marvel den Daredevil. Au! Es gab Daredevil und ich krieg Death Sword, ne? Toll. Predator, Marvel, Spinner, Superheld, Daredevil, der erfinderische Turtle, Donatello oder der böse Söldner Deathstroke von DC. Einer dieser Charaktere wird künftig dein Kleingeld beschützen können. Wenn du die nächste Ausgabe ansteht, kannst du in unserer unteren Öffnung unter dem Aufkleber leeren. Kostet 18 Euro und ich habe ausgerechnet das von Deathstroke. Ich würde ja jetzt die Vico verkaufen und mir dann die von Daredevil stattdessen holen. Aber erstmal einen Käufer finden, ne? Boah, ich will die von Daredevil haben. Verdammt! Warum hab ich die von Daredevil gekriegt? Ach Mann! Ich meine, okay. Kann man jetzt sagen, Deathstroke ist natürlich viel besser designt und so, aber Daredevil ist Marvel und Deathstroke ist DC. Ich kotze mich strahlen. Okay, wir gleich mal. Mir läuft schon der Schweiß in die Augen, ey. Leute, ey, ist kein Spaß. Das ist nicht mehr schön. Ich hasse den Sommer, ne? Ich hasse den Sommer. Okay, wir gucken mal. Also, warte mal, 17 Euro.
Dann haben wir. Wie machen wir es denn am besten? Gehen wir da Reinhard durch? Ja, ich glaube, wir gehen Reinhard durch. Also 16 Euro, 5 Euro und 21, 31, 38, 43. Dann haben wir. Oh mein Gott, ey. 50, 60, 61. Boah. 64, meine Herren, ey. 64. 68, 69, also fast 70 Euro, wow, also fast 70 Euro, wenn man überlegt, dass ich da in einem ein Abo habe, was sehr günstig ist, mit das Jahresabo bezahle ich ein bisschen weniger. Okay, naja gut, dann ist ja natürlich noch ganz wichtig, ganz wichtig, jeden Donnerstag auf dem Get Digital Kanal auf YouTube, ist übrigens unten auch verlinkt, auch in der Videobeschreibung, auch wenn ihr dann mal die Box selber bestellen wollt, auf die Homepage von denen möchtet, das ist unten alles verlinkt. Und da ist auch der YouTube-Kanal, denn da ist jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr eine Stunde. Jeden Donnerstag. Ja, ist von, gibt der gute René von Get Digital, ein super Kerl, den habt ihr bestimmt auf der RPC getroffen, wenn ihr da wart, oder letztes Jahr auf der Gamescom, einen Livestream. Da sind mal Gewinnspiele, dann wird da mal was unboxed, nämlich die aktuelle Box wird von ihm unboxed. Oder neue Produktpräsentationen, nicht zum Beispiel, nicht erwarten, aktuelle Nerd-Themen, neue Gadget Merchandise, spannende Gäste hinter den Kulissen von Get Digital, noch mehr Infos zur Box und so weiter und so weiter. Ist immer ganz lustig, dann könnt ihr auch dann mal abonnieren, den und dann auf öffentlich stellen, dann bekommt ihr so ein Punktekonto, damit könnt ihr dann irgendwann mal was anfangen. Beim letzten Mal konnte man so eine Special Lootbox gewinnen, man hat dann einen bestimmten Einsatz mit den Münzen gemacht und konnte dann diese Special Lootbox, die ich hatte, gewinnen. Und ja, dafür braucht ihr halt diese Coins, die kriegt ihr dann beim Zusehen und so weiter. Dann hier, das sind die übrigens auch präsentiert für alle Star Trek Fans. Ne? Da gab es diese tolle Becherdose. Diese tolle Becher hier, und zwar so laut, ja. Und zwar, wenn das Wasser heiß gemacht wird, da ist hier halt dieser Beamvorgang und hier ist halt dieser Planet, ne, wo die hingebeamt werden. Und weil das heiße Wasser reinkommt, dann verschwinden die hier nach und nach, weil die ja weggebeamt werden. Und gleichzeitig, aber genau gleich, tauchen die hier dann wieder auf, weil die hier hingebeamt werden. Das ist halt sehr lustig gemacht, weil er halt dementsprechend, weil es halt unten anfängt, wird genau dieser Teil, der hier verschwindet, da wieder hin. Ja, wie auch immer. Dann natürlich das, was ich auch sehr gefeiert und geil fand. Oh. Nämlich das Keyboard von, das Golem Keyboard. Ja. Auch sehr, sehr nice, gerade im Angebot, anstatt 49,99, 39,95. Und auch sehr geil, auch einspinnen bei GetDigital.de. Und ansonsten könnt ihr auch mal, welche Box ihr mal bewerten, so sieht das von hinten nochmal aus, auch für die Leute, die Fragen haben. Hier ist dann der, hier die Info, GetDigital, ich krieg's nie richtig ausgesprochen, ich weiß nicht warum. Ja, und dann sind wir schon fertig mit der Box. Ich schwitze wie ein Schwein. Der Inhalt war okay, war super. Natürlich trotzdem gerne die Daredevil-Schmardose gehabt. Verdammt. Jetzt müsste eigentlich müsste man so dreist sein und die zurückschicken und fragen, ob man die Daredevil. Nein, ist Quatsch. Hier, guck mal, der Pick ist Serviette. Ich zieh mich jetzt wieder komplett aus. Hau den Ventilator an in meiner 40 Grad warmen Bude hier und sag mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr die Box selber haben wollt oder Infos haben wollt, hier unten sind alle Links von Get Digital und auch meine sozialen Netzwerke und so weiter und so weiter. Einfach mal drauf gucken und hundeln together und danke fürs Zuschauen und lasst mal wieder ein bisschen kälter werden. Ich raste aus. Tschüss! Ich brauche kaltes Bier. Warum geht die Kamera nicht aus? Ich hasse mein Leben.